Sehr verehrte Familie Fürstner, ich wollte mich mit dieser Arbeit heute für ein paar Stunden bei Ihnen bedanken für Ihr Vertrauen. Und ich hoffe, Sie sehen, dass ich Ihre Familie absolut würdige und in meiner ausweglosen Situation jetzt nur noch hoffe, dass ich nicht obdachlos werde in Münster. Denn das wird vom Gericht in den nächsten Tagen wahrscheinlich entschieden werden. Und ich mache am 20. April extra und absichtlich, weil es keinen Grund zum Feiern gibt, für den 133. Geburtstag des schlimmsten Massenmörders aller Zeiten, wo mehrere Leute aus ihrer Familie betroffen wurden durch diesen Mann. Und ich werde auch den Namen ihres Familienangehörigen am 20. April vor dem Gericht bei meiner Mahnwache und meiner Performance unter den ganzen vielen anderen Widerstandskämpfern vorlesen. So klein ist die Welt. Und ich hoffe, Sie sind bei mir in Gedanken, denn ich kämpfe wirklich gegen dieses Unrecht und vor allem, dass sowas nochmal passieren kann auf deutschem Boden. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Wenn das Grab überladen wirkt, dann lassen Sie sich davon nicht beirren, denn es brauchte etwas Farbe. Es ist halt nur groß und grün und ich räume das alles gerne wieder weg, wenn Sie das nicht wünschen. Die Lampe, das zeige ich Ihnen nochmal jetzt. Die hat also verschiedene Farben. Das ist Solarstrom, ist keine Wachskerze. Und ich denke mal, das gibt dem Grab auch eine besondere Note. Ja? Wenn Sie das nicht wünschen, komme ich natürlich gerne und hole die Sache wieder ab. Aber bitte nichts wegschmeißen. Ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute. Und wenn Sie nochmal meine Hilfe brauchen, bin ich gerne bereit. Alles, alles Gute. Ihr Marc Bellinghaus. Auf Wiedersehen. Tschüss.